Team Fische, let's go, it's your turn. So Leute, lasst uns gucken, was heute eure Fokuskarten sind. Bis zum nächsten Reading. Also ich habe, wenn ihr mit einer Jungfrau oder mit einem Jungfrauenmenschen zu tun habt, geht mal das Jungfrau-Reading gucken. Ich habe da nämlich einen Song im Kopf gehabt und ich habe ihn auch immer noch so ein bisschen die Melodie davon zu eurem Reading im Kopf, aber es ist nicht stark genug, als dass ich sagen würde, dass es zwingend für euch ist. Deswegen, falls du mit einem Jungfrauenmenschen zu tun hast oder du das in deiner Chart hast, geht das gucken. Ich sing's euch jetzt hier nicht vor, okay? Also, ihr habt zwei Karten. Einmal Schuld. Ich lasse alle Überzeugungen los, die dem Wachstum meiner Seele im Weg stehen. Und dann habe ich Dankbarkeit. Ich bin dankbar für dieses Leben und die Möglichkeiten, die es mir bietet. Da hinten liegt meine Brille gut. Okay? Also, Leute, das sind eure Fokuskarten. Ja, einmal Schuld. Alle Überzeugungen loszulassen, die dem Wachstum eurer Seele im Weg stehen. Und dann Dankbarkeit. Ich bin dankbar für dieses Leben und die Möglichkeiten, die es mir bietet. Es ist ja ganz oft so, also diese Schuldkarte ist für mich eigentlich mehr so eine Selbstsabotagekarte, ja, weil man ganz oft, also besonders die Menschen, die irgendwie eine schwere Kindheit hatten oder viel Missbrauch, physischer oder emotionalen Missbrauch in ihrem Leben erlebt haben, die haben sehr oft das Gefühl, nicht gut genug zu sein, ja, oder dass sie irgendwie etwas nicht verdient haben, obwohl sie es verdient haben. Das ist so ein unterbewusster Mechanismus und für diejenigen, die da Probleme mit haben, Leute, versucht den Scheiß rauszuschneiden aus eurem Leben. Das ist Quatsch, das ist der Troll in eurem Kopf und ich kann euch aus eigener Erfahrung sagen, also alles, was ich hier mit euch teile, ist niemals nur Theoriegelaber, es ist auch immer Praxisgelaber und ich kann euch sagen, wenn ihr diesen Troll in eurem Kopf bekämpft, dann wird es immer weniger und weniger und weniger und dann werdet ihr an einen Punkt kommen, wo es nur noch bestimmte Tage sind in eurem Leben, wo euch dieser Troll vielleicht nochmal von hinten versucht, irgendwie zurückzuziehen oder Aufmerksamkeit versucht auf sich zu lenken. Aber ich sage euch ganz klar, mit Dankbarkeit, ja, Gratitüde, dankbar durchs Leben zu gehen und zwar nicht nur, wenn ihr irgendwas bekommt oder jemand was für euch tut, sondern täglich, ja, täglich für die kleinen Dinge in eurem Leben dankbar zu sein. Wie ich immer, ich habe es lange nicht mehr gesagt, aber in meinen Readings von vor ein paar Monaten, da zähle ich das immer wieder auf. Seid dankbar für euer Bett, ja, dass ihr ein warmes Bett habt. Seid dankbar dafür, dass ihr ein Dach über dem Kopf habt, dass ihr was zu essen in eurem Kühlschrank habt. Ja. Freut euch über die kleinen Dinge, selbst wenn vielleicht irgendjemand, mein Nachbar zum Beispiel, der nimmt manchmal meinen Müll mit runter, wenn ich den vor die Tür stelle. Und wenn ich dann rausgehe und die Tür aufmache und denke, jetzt muss ich noch Müll wegbringen, ist der schon weg. Ja. Das sind Dinge, für die ich extrem dankbar bin. Das ist so eine kleine Sache, aber I love it, okay? Und ich möchte, dass ihr das auch macht. Also, auf der Rückseite des Decks haben wir die Liebenden. Zwillinge-Energie könnte also auch für einige von euch eine Situation in der Liebe sein. Letztendlich sind die Liebenden aber einfach auch immer nur eine Entscheidung. Es kann sich auch auf alle anderen Bereiche in eurem Leben beziehen. Aber für einige von euch ist hier vielleicht eine Liebesbeziehung oder eine romantische Situation im Vordergrund. Und da ist auf jeden Fall auch wichtig, dass man solche Selbstsabotagegedanken oder Schuldgedanken in irgendeiner Form loslässt. Besonders für diejenigen, die vielleicht das erste Mal in einer gesunden Verbindung sind oder jemanden kennenlernen, der bis jetzt gesund erscheint oder irgendwie sowas. Leute, da tendiert man ganz krass dazu, selbst zu sabotieren, weil einem das auch unbekannt vorkommt. Ja, wenn man durch viele toxische Zyklen gegangen ist und man kommt dann an einen Punkt oder an eine Person, die gesund ist, dann ist einem das sehr oft unbekannt und man tendiert dazu, das zu sabotieren. Versucht es nicht zu tun. Ja, ja, Leute, guck mal, ich kann es mir nicht ausdenken. Dahinter die 9 der Schwerter. Einige von euch machen sich Gedanken, soll ich nicht? Leute, versucht diesen Troll, wie ich letztes Mal in irgendeinem Video habe ich das gesagt, versucht ihn zu ersticken, aber langsam. Langsam, ja. Drückt langsam die Luft aus ihm raus. Okay? Gut, let's go. Lasst uns gucken. Erste Karte ist 3 der Stäbe. Dann haben wir die 5 der Münzen und den Gehängten. Die Gehängte ist eure Energie. Also 3 der Stäbe, 5 der Münzen und dann den Gehängten. Das ist ganz klar. Hier jemand hier mit 3 der Stäbe guckt in die Zukunft.
Sechs der Kelche auf der Rückseite des Decks. Jemand hier hat eine Entscheidung getroffen für sich, guckt in die Zukunft und hat das Gefühl, dass die Zukunft nicht viel für ihn bereithält. Ja, das ist genau das, worüber ich gerade gesprochen habe. Aber das muss nicht nur auf romantische Situationen bezogen sein. Es kann für einige von euch hier tatsächlich auch eine Jobsituation betreffen, wo ihr vielleicht eine Entscheidung getroffen habt, euch vielleicht für etwas nicht zu bewerben oder etwas nicht auszuprobieren, weil ihr das Gefühl habt, dass es eh nicht funktioniert. Ja, dass es für euch in einer Verlustsituation endet und jetzt habt ihr mit dem Gehängten so ein bisschen die Kontrolle abgegeben und sagt, okay, ich weiß nicht, wohin es mich führt, aber ja, das, was ich gerne machen möchte, mache ich nicht. Ja? Genauso auch mit Liebessituationen. Es kann sehr gut sein, dass jemand von euch vielleicht jemanden zum Beispiel schon gefriendzoned hat oder vielleicht sich schon selber sabotiert hat oder gerade dabei ist, weil er das Gefühl hat, dass das sowieso nichts wird. Ja? Aber Leute, denkt immer dran. Für alle Menschen, und wir alle gehen durch irgendwas in unserem Leben, ja, einige mehr und einige weniger, aber für alle Menschen, es ist nichts anderes als eine selbstprophezeite Manifestierung, wenn man Negativgedanken in einer Situation hat und dann Entscheidungen trifft aufgrund dieser Negativgedanken. Natürlich wird die Situation sich genauso entwickeln, wie du es dir vorgestellt hast, weil alles immer als erstes hier passiert. Ja, wenn du hingehst und dir eine Situation versuchst, möglichst positiv vorzustellen, dann wird diese Situation sich meistens auch so ergeben. Das heißt nicht, dass man nicht trotzdem in irgendeiner Form auf die Schnauze fallen kann. Ja? Aber das ist nur ein Zeichen dafür, dass das tatsächlich wirklich nicht für dich ist. Ja? Aber eine Situation als negativ abzustempeln, bevor man es überhaupt probiert hat, okay. Sechs der Kelche auf der Rückseite des Decks. Einige hier wünschen sich Frieden. Sechs der Kelche, acht der Stäbe und danach die vier der Schwerter. Das ist für mich so ein bisschen so eine Sehnsucht nach mehr innerem Frieden als irgendwas, was im Außen ist. Vielleicht haben einige von euch mit Angst zu tun. Also wirklich Angst, ja, Angst, Panikattacken oder irgendwie sowas. Oder ihr seid einfach durch viele Phasen in eurem Leben gegangen. Ich habe gerade so einen Einblick in eine eigene Situation von mir, wo ich einmal sehr bitterlich geweint habe bei meiner Omi am Telefon. Und da habe ich zu ihr gesagt, ich wünsche mir nur einmal Frieden in meinem Leben. Wirklich einfach Frieden, ja. Denn für viele Menschen ist es so, dass selbst wenn sie Frieden in ihrem Außen haben, dass sie sich von innen, aus welchen Gründen auch immer, nicht friedvoll fühlen. Ja, das muss nicht irgendwie sein, dass das plagende Gedanken sind, sondern vielleicht ist dein Nervensystem einfach immer noch im Überlebensmodus. Und das fühlt man von innen auch. Ja, das kann hier, kannst du in deinem Kopf Friedensgedanken haben, aber dein Körper kann trotzdem immer noch im Survival-Mode sein. Lasst uns mal gucken. Drei der Stäbe. Die Karten fallen mir hier die ganze Zeit runter. Vielleicht muss jemand wirklich erst am Boden ankommen, bevor er dann über sich hinauswachsen kann. Skorpion-Energie. Wir haben die Königin der Stäbe und das Rad des Schicksals auf dem Kopf. Mit dem König der Schwerter auf der Rückseite des Decks. Jemand hier hat eigentlich genug Energie, genug Feuer in sich, ja, aber glaubt eben nicht an sich selber, hat es wahrscheinlich kaputt analysiert und hat deswegen eine Blockade hier. In zukünftigen Situationen. Jemand hier, wie ich es gerade gesagt habe, manifestiert sich selber eine Blockade in die Sache rein. Für andere, das ist vielleicht in einer Liebessituation, könnte es sein, dass ihr sehr geprägt seid von Beziehungen, die immer in irgendeiner Form eine dritte Partie mit hatten. Ja, ob das in Form von einem anderen Mann oder einer anderen Frau ist oder eine dritte Partie in Form von jemand fokussiert seine Energie auf eine andere Sache extrem, wie zum Beispiel die Arbeit oder eine Familie, die vorher vielleicht schon gegründet worden ist oder die Jungs oder irgendwelche anderen ungesunden Dinge, Süchte. Ja, und es kann sehr gut sein, dass ihr davon sehr geprägt seid und diese Negativgedanken deswegen aufkommen. Ja, dass ihr sagt, boah, nee, weiß ich nicht, ich habe da eine kleine Pink Flag gesehen, deswegen lasse ich das direkt fallen wie eine heiße Kartoffel, weil ich weiß, wie es ausgeht. Ja, aber Leute, nicht jeder Mensch ist
wie die Menschen, die du vorher getroffen hast. Okay? Und ihr müsst daran arbeiten, das musste ich auch selber eine ganze Zeit lang, nicht mehr immer, also klar, man soll aus der Vergangenheit lernen, definitiv, aber nicht benutzt die Beispiele oder die Erfahrungen, die ihr in der Vergangenheit gesammelt habt, nicht als Beispiele für Dinge, die jetzt passieren. Ja? Nehmt eure Sachen aus diesen Situationen heraus, lernt davon, aber benutzt sie nicht als Beispiele. Jede Situation und jeden Menschen, den du triffst, ist immer individuell. Auch wenn sie dich vielleicht an vergangene Sachen erinnern, dann ist es letztendlich immer nur eine Erinnerung für dich daran, was du gelernt hast und was du vielleicht anwenden sollst oder wo du eben Urteilsvermögen nutzen sollst. Im Sinne von, ist es hier angebracht oder nicht. Fünf der Münzen mit zwei der Münzen und sechs der Münzen erklärt und hier haben wir die zwei der Stäbe. Hier ist die Entscheidung, von der ich eben getroffen habe. Jemand hier hat hier schon eine Entscheidung getroffen. Es könnte sein, dass hier misskommuniziert worden ist, Misskommunikation. Eigentlich ist zwei der Münzen so eine Karte von auf und ab. Aber zwei der Münzen kann oder beziehungsweise steht im traditionellen Tarotdeck auch, kann es auch für Misskommunikation stehen und das kann tatsächlich hier, wie ich eben gesagt habe, erstmal eine Situation sein, wo eben drei Energien drin sind, aber vielleicht auch bezogen darauf, was jemand möchte oder was zwei Menschen sich vorstellen. Ja, vielleicht, man kann ja immer nur die Dinge aufnehmen von dem Standpunkt, an dem man sich selber befindet. Ja, heißt also, wenn ihr noch in einer sehr ungeheilten Version von euch seid, dann seid ihr nur in der Lage, aus dieser ungeheilten Version etwas aufzunehmen, was jemand zu euch sagt. Ja, zum Beispiel ist mein früheres Ich, ja, wo ich, was weiß ich, 17, 18 war, und mein jetziges Ich. Ja, wenn jemand früher zu mir gesagt hätte, beispielsweise, keine Ahnung, ich habe kein gutes Beispiel, mir fällt nichts ein. Lasst mich überlegen. Jemand hätte zu mir gesagt, Valerie, ich habe jetzt gerade dafür keine Zeit, ich muss mich gerade auf das und das fokussieren. Mit 17, 18 hätte ich das als einen persönlichen Angriff gegen mich genommen, weil ich hätte mir gedacht, wie, du hast gerade keine Zeit, man kann sich immer Zeit machen. Das geht gegen mich persönlich. Heute verstehe ich, dass ich nicht der Mittelpunkt der Erde bin, ja, und sich nicht alles nur um mich drehen muss und dass nicht die Menschen ihren Tag anpassen müssen, nur um mich zufriedenzustellen, ja. Das hat aber auch wieder mit Grenzensetzung zu tun. Früher hatte ich eine sehr schlechte Grenzensetzung, weil ich meine eigenen Grenzen immer verschoben habe, um anderen Menschen irgendwie zu gefallen, beziehungsweise es denen recht zu machen, ja, um nicht mit irgendwas. Ich habe quasi People-Pleasing betrieben, um so viel Frieden wie möglich zu schaffen für mich. Aber das ist natürlich die falsche Art und Weise, okay? Also Leute, es werden immer nur Grenzen, wenn jemand euch eine Grenze zieht, wird euch das nur dann stören, wenn ihr selber keine Grenzen zieht. Weil ihr euch dann angegriffen fühlt und denkt, oh mein Gott, ich würde das auf jeden Fall für dich machen. Okay, aber du bist nicht die andere Person. Der Gehängte erklärt mit Ritter der Stäbe und dem König der Kelche und den Acht der Münzen auf der Rückseite des Decks. Ganz klare Geschichte hier, Ritter der Stäbe und der König der Kelche mit Acht der Münzen. Leute, ups, gebt hier die Kontrolle ab bei Dingen, die ihr nicht kontrollieren könnt und versteht vor allen Dingen, dass es auch immer noch andere Optionen gibt. Ja, es kann sein, dass einige von euch hier vielleicht sehr impulsiv sind, was ihre Gefühle betrifft und dass ihr daran arbeiten müsst. Ja, ihr müsst definitiv daran arbeiten, denn wir haben die Königin der Münzen hier. Einige von euch müssen an ihrer Erdung arbeiten, weil ich habe hier auch sehr viel Feuerenergie. Feuerenergie ist eine sehr impulsive Energie, wenn man nicht lernt, es zu kontrollieren. Und der Ritter der Stäbe ist genau so einer, der reitet hierhin, dann dahin und sagt, ja, warte, ich habe noch hier eine Idee. Ja, ihr müsst vielleicht daran arbeiten, nicht so impulsiv zu sein, was eure Gefühle betrifft und das erst zu reflektieren. Ja. Ich habe hier insgesamt das Gefühl, dass hier entweder jemand nochmal mit seiner ungeheilten Version oder Anteilen seiner ungeheilten Version arbeiten muss oder dass hier jemand langsam in seine Heilung kommt. Oder vielleicht gerade viele Trigger bekommt vom Universum, damit er in seine Heilung steigt. Ja?
Okay, Leute, ich lasse euer Reading hier. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie immer, liked, abonniert, teilt, kommentiert. Wer ein privates Reading haben möchte, ihr findet meine Website in der Infobox. Da findet ihr auch den Link, wenn ihr gerne Kanalmitglied werden möchtet oder mir auf Instagram folgen möchtet. Habe ich sonst noch was zu sagen? Ich glaube nicht. Okay, bye bye.